Ich habe die Expo Ingwer ausgesucht, denn der Ingwer ist in jeder Küche auf dieser Welt zu Hause. Vor 3000 Jahren wusste man schon seine gesundheitliche Wirkung. Er wurde sogar mit Gold aufgewogen. Und der Ingwer ist kompatibel eigentlich mit jedem Gewürz. Er geht süß wie salzig. Mein Gericht ist Hähnchen mit Gemüse. Hähnchen hat sehr hochwertiges Eiweiß, Gemüse hat viele Vitamine und Mineralstoffe. Und mit der richtigen Gewürzmischung erreiche ich die ganze Welt. Ich habe für die Expo Hähnchen mit Gemüse ausgewählt. Es kann sich jeder leisten. Es ist hochwertig und richtig gewürzt und schlagbar. Ich habe hier die Möglichkeit, den Leuten bezahlbares, gesundes Essen näher zu bringen. Der Handel mit Kräutern und Gewürzen hat die Welt schon vor Jahrtausenden enger zusammengebracht. Kräuter und Gewürze waren bis zum 18. Jahrhundert reine Medizin. Erst dann kam die Pharmazie. Und wenn ich jetzt den Ingwer nehme, der Ingwer wurde vor 2500 Jahren bei Gelenkentzündung verwendet. Der Ingwer ist für die Fließfähigkeit des Blutes. Er hat einen Stoff, der heißt Gingerol. Der wirkt wie Aspirin, ist ein hoher Leberentgifter. Und wenn Sie heute Sushi essen, kriegen Sie eingelegten gesleisten Ingwer. Sushi ist roher Fisch. Roher Fisch hat Bakterien. Der Ingwer ist ein hoher Bakterienkiller. Und wenn Sie Knoblauch und Ingwer zusammengeben, dann haben Sie zu 90% eine Knoblauchverträglichkeit. Sie riechen nicht nach Knoblauch. Und die medizinische Wirkung, die antioxidative von beiden Gewürzen geht um 50% nach oben. Und es ist doch was. Ich liebe die Jahreszeiten, denn da haben wir Köche die Möglichkeit, sehr kreativ zu sein. Aber ganz wichtig ist die Zubereitung der Produkte im richtigen Augenblick zu würzen und damit erhalten wir unsere Gesundheit. Expo ist für mich Gewürze, Genuss und Gesundheit.